Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung. In dem heutigen Video, da möchte ich mit dir über das Thema der Börsencrash in China Anfang Januar 2016 sprechen. Aber bevor wir mit dem Thema starten, wie immer der Risikohinweis, bitte lese ihn dir in Ruhe durch und wenn du dann soweit bist, dann starten wir mit dem Thema. Wie gesagt, heutiges Thema Börsencrash in China. Und da möchte ich dir in diesem Video ein paar Aktientrades von mir zeigen und die auch besprechen. Und da dir zeigen, wie schön volatile Marktphasen sind, vor allen Dingen in Bärenmärkten. Da jetzt das große Geld in erster Linie auf der Short-Seite verdient wird. Im Trading, da geht es immer darum zu adaptieren. Wie verhalte ich mich in Seitwärtsphasen, in einem Bullenmarkt oder wie trade ich in einem Bärenmarkt? Das sind diese drei Marktphasen und da muss man eben immer schauen, welche Marktphase gerade stattfindet und dann muss man eben adaptieren. Weil ich suche in einem Bärenmarkt doch lieber viele Short-Möglichkeiten als Long-Trades und umgekehrt. Und die Aktienmärkte, die geraten seit Anfang Januar sehr stark unter Druck und der Auslöser war der Börsencrash in China. Und ich möchte jetzt auch nicht ins Detail gehen und darüber sprechen, wieso, weshalb, warum dies oder das in China passiert ist. Ich möchte dir zeigen, wie man diese volatilen Phasen, die eben durch solche negativen Nachrichten entstanden sind, für sein Trading ausnutzt. Und wonach ich genau gesucht habe und worauf ich in meinen Trades geachtet habe. Ich habe die schönen Möglichkeiten, die mir eben solche Marktphasen bieten, dann letzten Endes ausgenutzt und eben Shorts in Aktien gesucht. Und auf diese Gelegenheit haben wir doch alle gewartet. Schnell fallende Bewegungen und kurze Korrekturen. Das sind Zutaten für sehr große Gewinne. Die Börsen, die sind seit Januar auf Talfahrt und die Dynamik hat sich in den letzten Tagen noch verstärkt. Und das ist sehr gut für uns Trader, denn wir können hiervon besonders stark profitieren. In Phasen fallender Aktienkurse steigen unsere Gewinne durch die schnellen Bewegungen sehr stark an. Weil die Korrekturen, die sind in solchen Crashphasen sehr klein, sodass wir hier eben kleine Stops haben und dadurch wirklich gute CRVs, Chance-Risiko-Verhältnisse erzielen können. Und gutes Screening bedeutet da in dem Fall gute Chancen auf schnellere Gewinne und auf gute Gewinne. Und daher heißt mein Motto auch in diesem Video suchen und einsammeln. Suchen, finden und handeln. Und ich möchte dir jetzt ein paar Aktien zeigen, die ich gefunden und folglich auch gehandelt habe. Es sind, um genau zu sein, sechs Trades, die ich jetzt besprechen werde. Und vom Chartbild her sind sie sehr ähnlich. Wir haben einen Bärenmarkt vorliegen und ich suche mir in diesem Bärenmarkt eben dann schwache Aktien heraus, die einen sehr schönen Abwärtstrend ausgebildet haben und dann heißt es für mich dann nur noch zu handeln. Dann starten wir auch jetzt mit der ersten Aktie. Wie man hier an dieser Aktie sehr schön erkennen kann, wurde sie eben in diesem Verlauf hier, das ist eben die linke Seite hier, da ist meine Maus, da wurde die Aktie extrem stark abverkauft. Und ab diesem Verlauf hier hat die Aktie sich erholt und einen Rücklauf gemacht. Und als ich auf der Suche nach eben schwachen Aktien war, um diese zu shorten, ist mir diese Aktie ins Auge gefallen. Weshalb? Wir hatten hier einen starken Abverkauf, den Rücklauf, eine Korrektur und ab diesem Bereich da hat die Aktie einen Doppeltop ausgebildet. Das heißt, sie hat es nicht geschafft, diesen Hochpunkt hier nach oben zu durchbrechen, sondern hat dann ein tieferes Hoch ausgebildet. Und als ich das gesehen habe, dann war ich daran sehr interessiert. Was macht die Aktie? Sie hat dann dieses letzte Verlaufstief nach unten durchbrochen. Es ist dann dadurch dieser Abwärtstrend hier entstanden und ich wollte diese Aktie dann auf jeden Fall auf der Short-Seite handeln. Und das mache ich bei allen meinen Aktientrades. Bevor ich einen Trade eingehe, möchte ich erstmal das große Chartbild betrachten und schauen, wo steht denn die Aktie. Und diese Aktie ist in einem intakten Abwärtstrend. Und wenn ich dann noch weiß, dass der Gesamtmarkt an sich, sowohl der deutsche als auch amerikanischer Aktienmarkt auf sehr schwachen Beinen steht, dann weiß ich, ich möchte auf jeden Fall jetzt short in Aktien investiert sein und eben schwache Aktien suchen. Und diese Aktie ist mir dann ins Auge gefallen. Und wenn ich das alles weiß, dann stellt sich nur noch die Frage, wie komme ich in diese Aktie rein? Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich nicht die Zeit habe, vor dem Rechner zu sitzen, weil ich Termine habe oder was auch immer, dann lege ich mir sehr gerne Limit Orders in den Markt und möchte mich in den Rücklauf kaufen. Denn so oft testet der Markt sein Ausbruchsniveau an und obendrein ist hier sowieso ein sehr starker Widerstandsbereich. Wieso ist das ein starker Widerstandsbereich? Weil die Aktie dieses Kurslevel
also diese schwarze Linie, dieses Kurslevel insgesamt 1, 2, 3, 4 und jetzt in dem Fall hier dann 5 mal angetestet hat. Aber das wusste ich ja davor nicht. Ich wusste auf jeden Fall, das ist eine sehr starke Widerstandszone, weil die Aktie dieses Kurslevel 4 mal angetestet hat. Und hier in dem Fall Widerstand fand oder hier oben drüber Unterstützung. Und wenn wir eben drunter liegen, dann ist es eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie dann wieder Widerstand findet. Und das ist hier auch eingetroffen. Und dann lege ich mir sehr gerne Limit Orders in diesem Bereich hier. Und wenn ich dann noch einen 50er Fibo Retrace an dieser Widerstandslinie sehe, dann habe ich noch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiterhin nach unten abverkauft wird. Das wäre eine Möglichkeit, sich dann hier Limit Orders in den Markt zu legen, um dann abgeholt zu werden. Aber wenn ich eben die Zeit habe und vor meinem Chart sitze, dann warte ich auf Einstiegssignale im untergeordneten Chartverlauf. Und dafür schalte ich jetzt in den 1-Stunden-Chart. So, das ist jetzt der 1-Stunden-Chart und ich möchte dir jetzt mal zeigen, auf was ich genau achte und was mir der Chartverlauf sozusagen vorlegen sollte. Wie du hier sehen kannst, haben wir das Doppeltop. Dann haben wir eben dieses letzte Verlaufstief gebrochen. Die Aktie hat dann dieses Tief, dieses Verlaufstief, diesen Widerstandsbereich nochmal getestet, hat Widerstand gefunden und wird abverkauft. Was dann stattgefunden ist, war wieder ein Rücklauf und jetzt warte ich auf ein 1, 2, 3 in Trendrichtung. Sprich, ich möchte im untergeordneten Trendverlauf hier im 1-Stunden-Chart ein 1, 2, 3 in Richtung ja, unseres Trendes, unseres Abwärtstrendes in Richtung diesen alten Tiefpunktes haben. Und das ist hier auch dann entstanden und ich habe mich dann hier an diesem letzten Tiefpunkt einstoppen lassen, meinen Stopp auf den letzten Hochpunkt und durch das Schalten in die untergeordnete Trendgröße habe ich auch dementsprechend ein kleineres Stoppverhältnis, als wenn ich im Tageschart handeln möchte. Weil wenn ich im Tageschart mir Limit Orders in den Markt lege, dann müsste ich meinen Stopp hier oben platzieren. Wie du hier sehen kannst, habe ich durch den untergeordneten Trendverlauf einen kleinen Stopp. Und das ist das Schöne, weil ich als Trader in erster Linie Risikomanager bin. Das sage ich immer wieder in meinen Videos. Und das ist es, was wir im Trading kontrollieren können. Wenn ich mich also in den Rücklauf nicht eingekauft habe, dann möchte ich auf jeden Fall dieses 1, 2, 3 sehen. Denn dadurch gibt mir die Aktie meine Stoppmarke vor und ich habe ein berechenbares Risiko. Weil ich Stopp und Entry kenne. Weil ich dadurch Risikomanagement betreiben kann. Und entsprechend meiner Kontogröße, wie gesagt, mein Risiko berechnen kann. Und das muss natürlich jeder Trader für sich selbst machen, für sich selbst berechnen. Meine Handelsidee war es dann, den Trend im untergeordneten Trendverlauf zu handeln, sprich diesen Abwärtstrend hier ist auch Dynamik entstanden und der Markt ist in einem Ruck nach unten gefallen, bis dann eben Korrektur stattfand und ich meinen Stopp hier unten platzieren konnte, aber dann leider ausgestoppt wurde und diese Bewegung hier nicht mitnehmen konnte. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich konnte auf jeden Fall ein CAV von 2 erzielen, das ich mindestens mit einem Trade haben möchte und ich hatte ja noch andere Aktien. Dann kommen wir auch zur nächsten Aktie und hier haben wir dasselbe vorliegen. Ich möchte im großen Bild einen Abwärtstrend hinter meinem Rücken haben und im untergeordneten Trendverlauf durch ein 1, 2, 3 in Trendrichtung in den Markt steigen und das Momentum eben auf der Short-Seite handeln. Das sehen wir ja, im großen Chartbild haben wir doch ein 1, 2, 3, einen Abwärtstrend mit fallenden Hoch- als auch Tiefpunkten. Und als der Markt hier eben den Rücklauf gemacht hatte und wieder sich auf Richtung der alten Hochpunkte gemacht hat, dann ist mein Interesse geweckt worden, auf jeden Fall auch durch die negativen Nachrichten, weil da der Markt Panik bekommen hat und alle verkaufen wollten und da hieß es dann für mich, Einstiege zu suchen. Und diese habe ich dann im untergeordneten Trendverlauf gesucht. Wie du hier im untergeordneten Trendverlauf Intraday sehen kannst, ist hier dann auch noch ein Doppeltop entstanden und der Markt hat hier ein 1, 2, 3 ausgebildet. Dann habe ich mich hier wieder einstoppen lassen und meinen Stopp hier oben auf den letzten Hochpunkt platziert. Und dann ist die Aktie auch wieder, nachdem sie diesen letzten Tiefpunkt, also dieses Tief hier im großen Chartbild gebrochen hat, wieder extrem abverkauft worden. Das sind aber alles Trades, da muss ich anmerken, die ich über längere Tage gehalten habe. Diese minus 11%, die ich mit der Aktie gemacht habe, die habe ich über mehrere Tage gemacht. Das waren jetzt 2, 3 Tage, die ich diesen Trade gehalten habe. Und wieso habe ich das gemacht? Eben durch diese Unsicherheit, die China ausgelöst hat. Weil durch diese Unsicherheit Panik herrscht und da eben solche Abverkäufe mehrere Tage halten können.
Jetzt kommen wir zur Aktie Nummer 3. Da haben wir dasselbe Spiel. Wir haben hier wieder eine Aktie, die abverkauft wurde, dann einen Rücklauf gemacht hatte, Widerstand gefunden hat. Von dort aus wieder abverkauft wurde, einen Rücklauf gemacht hatte, ein tieferes Hoch ausgebildet hat und sich dann in Richtung diesen alten Tiefpunkts bewegt hat. Und dann wollte ich auch wieder in diese Aktie einsteigen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe im untergeordneten Trendverlauf ein 1, 2, 3 gesucht und hier habe ich es auch geschrieben, Multi-Timeframe-Breakdown, sowohl im Tageschart als auch Intraday. Weil Intraday haben wir hier diesen Tiefpunkt ausgebildet, der wurde dann gebrochen und dann sind noch die Marktteilnehmer, die auf Tagesbasis handeln, in den Markt geraten. Also wir haben hier auch verschiedene Händler auf verschiedenen Zeiteinheiten, die sich zum Beispiel hier auf diesen Tiefpunkt konzentrieren, die im Tageschart auf diesen Tiefpunkt konzentrieren und dadurch großes Verkaufsinteresse herrscht und dadurch dann auch solche starken Abwärtsbewegungen stattfinden. Und ich habe dann wieder meinen Stopp nach dem Trendhandel ausgeführt und meinen Stopp eben immer wieder hier in diesen letzten Hochpunkt platziert. Wieso habe ich meinen Stopp nicht hierhin platziert? Weil der Markt hier in diesem Verlauf noch keinen neuen Tiefpunkt generiert hat. Und solange die Aktie diesen Tiefpunkt per Schlusskurs nicht bricht, werde ich meinen Stopp nicht nachziehen und da oben lassen. Und als die Aktie hier dann diesen Tiefpunkt gebrochen hat, das sehen wir ja, dann konnte ich meinen Stopp von hier nachziehen. Und das habe ich dann immer wieder gemacht, bis ich letztendlich hier unten ausgestoppt wurde und konnte mit der Aktie 9% machen. Schauen wir uns die nächste Aktie an. Es wird langsam langweilig, auch wieder dasselbe Chartbild. Wir haben hier einen Abwärtstrend vorliegen, dann einen Rücklauf, eine Widerstandszone. Schauen wir uns das Ganze Intraday an. Wir sehen hier, die Aktie konnte diesen Hochpunkt, dieses Kurslevel nach oben nicht durchbrechen, wurde insgesamt 1, 2, 3, 4 Mal abgewehrt und hat dieses Kurslevel nach unten nicht durchbrochen. Hier mal ein Fehlausbruch, aber wir wissen, das ist eine starke Widerstandszone und wir möchten dann auf Signale warten. Und hier haben wir dann ein 1, 2, 3 gesehen und ich habe mich dann wieder an diesem Tiefpunkt eingestoppt, kurz vor dem Bruch dieses großen Punktes 2, dieses großen Verlaufstiefs, weil ich dann auf einen großen Abverkauf spekuliert habe. Und das ist dann auch eingetroffen. Wir haben hier auch Panik gesehen und die Aktie wurde dann extrem abverkauft. Und da konnte ich den Trend lange handeln und habe dann 15% mit dieser Aktie machen können. Gehen wir zu der nächsten Aktie. Hier haben wir wieder ein sehr schönes Beispiel, wie schön Widerstände funktionieren. Auch wieder 5 Anlaufpunkte, an denen die Aktie in dem Fall dann 3 Anlaufpunkte Widerstand gefunden hatte, aber eben 5 Punkte, die eben sagen, dass das eine starke Widerstands- oder Unterstützungszone darstellt. Wie bin ich dann in diese Aktie reingekommen? Nachdem diese Panik in China geherrscht hat, war ich natürlich sehr interessiert daran, dass die Aktie diesen letzten Tiefpunkt nach unten durchbricht. Deshalb habe ich dann wieder auf ein 1, 2, 3 in Trendrichtung gewartet. Hier konnten wir auch sehen, dass hier dann wieder Range, also Schwankungsbreite entstanden ist, Volatilität. Anstatt hier hätten wir kleine Bewegungen, auch eine Seitwärtsphase gehabt. Da ist nicht viel passiert, bis dann wieder Panik geherrscht hat, Volatilität reinkam und dann wirklich schnelle Kursbewegungen gegen Süden, also schnelle Abverkäufe stattgefunden haben. Mit einer Candle sind insgesamt 3 Dollar, die hier nach unten gegangen sind, mit einer Kerze in einer Stunde. Und das ist eben das Schöne an Volatilität. Dadurch eben diese kurzen, flachen Korrekturen und dann wieder diese starken Abverkäufe. Und genau in solchen Phasen kann man in den Markt einsteigen und schnell rein und rausgehen. Oder hier im Stundenchart war es eben ein längerer Trade. Ich habe diesen Trade ja auch dann ein paar Tage gehalten, aber es sind eben dann trotzdem sehr schnelle Bewegungen, die hier stattfinden. Wurde dann hier wieder leider ausgestoppt, aber wie du sehen kannst, es gibt genug Aktien, die man handeln kann und gute Gewinne erzielen kann. Man muss diese nur finden. Schauen wir uns die letzte Aktie an. Wir sehen hier auch wieder einen Abwärtstrend und ich möchte diese Aktie im untergeordneten Trendverlauf in Richtung diesen alten Hochtiefpunktes in dem Fall handeln. Also suche ich mir im untergeordneten Trendverlauf einen Einstieg. Wir sehen auch hier Intraday, eine Widerstandszone. Hier ist ein Doppeltop entstanden. Dann hatten wir diese Abwärtsbewegung. Dann haben wir ein tieferes Hoch gesehen. Und mit Bruch dieses Tiefpunktes haben wir auch ein 1, 2, 3 im untergeordneten Trendverlauf ausgebildet. Und dann habe ich mich auch hier einstoppen lassen, meinen Stopp auf den letzten Hochpunkt. Und
Mit Bruch dieses Verlaufstiefs im Tageschart ist auch hier wieder sehr starke Dynamik entstanden und ja, die Aktie wurde hier stark abverkauft. Und dann wurde ich hier letztendlich ausgestoppt und die Aktie hat einen Verlust von 14% in den letzten Tagen hinnehmen müssen. Es gab genug andere Aktien, die man hätte handeln können. Das waren eben die Aktien, die ich gefunden und gehandelt habe. Es gab in dieser Marktphase Aktien, die eben gut gelaufen sind und ich sehr gute Buchgewinne vorweisen konnte. Es gab auch mal Trades, in der ich Break-even oder mit kleinen Verlusten aus dem Markt gegangen bin. Aber dafür ist eben das Risikomanagement da, um eben seine Gewinne nicht mehr abzugeben. Aber, und das ist sehr wichtig, man muss eben diese Chancen sehen und nutzen, denn diese volatilen Situationen bieten Chancen. Deshalb wollte ich auch unbedingt ein Video darüber machen, damit ihr eben auf solche Sachen aufmerksam werdet und ein Auge dafür bekommt, das Auge fürs Wesentliche und euer Auge schult. Wenn du in das Thema noch tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du auf meiner Seite vorbeischauen oder auf den Link unter diesem Video klicken und dir meine vierteilige Videoserie anschauen, die eine Länge von circa einer Stunde hat und dich da noch ein bisschen einarbeiten. Ansonsten war es das jetzt alles zu diesem Video und ich wünsche dir wie immer alles Gute und Good Trading.